Was geht ab, Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Gilbert Burns, der Gegner von Hamza Chimaev, hat enthüllt, dass er zwei Geheimwaffen bei Sanford MMA hat, die ihm bei seinen Vorbereitungen für den Megakampf gegen Hamza Chimaev am 9. April in Jacksonville, Florida unterstützen werden. Seit der Stephen Thompson in seinem letzten Kampf im Juli 2021 besiegte, hat Burns sein Trainingsprogramm komplett umgestellt, um dem Wechsel des Gegners von einem dekorierten Striker zu einem gefährlichen Ringer in Rechnung zu tragen. Der russische Trainer Said Saparov, der Ende 2021 zum Team in Florida stieß, hat sich im Vorfeld seines Kampfes gegen Chimaev als große Bereicherung für Burns Lager erwiesen. Er hat eine Menge guter Dinge mitgebracht. Viele Details im Ring, sagte Burns. Das hat er wirklich so enthüllt. Ich musste zwei Ringer einstellen. Zwei sehr, sehr harte Russen, die mir täglich helfen. Sie baten darum, ihren Namen geheim zu halten. Ich musste zustimmen, weil sie mir eine Menge zeigen und vieles in meinem Game verändern. Das sind meine Geheimwaffen gegen Hamza Chimaev, die mir sehr, sehr viel zeigen. Und wenn euch das Video gefällt, Freunde, lasst doch an dieser Stelle gerne eine Bewertung und ein Abo da, um nichts mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Ich mochte schon immer einige Takedowns, sagte er. Beidbeinige, Bodylocks, aber die Russen haben andere Details. Einzigartige Griffe. Man könnte meinen, dass sie wirklich super stark sind, aber das sind sie nicht. Sie sind stark, aber ihre Technik ist großartig. Das ist es, was sie mit sich bringen. Es gibt eine Menge Technik mit der Hüfte, der Taille, der Kontrolle. Sie sind den Vereinigten Staaten in dieser Hinsicht klar voraus. Ich habe in diesem Camp eine Menge gelernt. Und man kann nicht nur die Verteidigung lernen, man muss auch angreifen, damit man ein Gefühl dafür bekommt und seine defensiven Fähigkeiten weiterentwickeln. Burns glaubt, dass es viele Gründe gibt, warum seine beiden russischen Trainingspartner ihren Namen aus den Medien heraushalten wollen, aber in seinen Augen ist der Hauptgrund die Tatsache, dass sie Durinho helfen und sich auf einen tschetschenischen Kämpfer vorbereiten. Also sie helfen Gilbert Durinho Burns, sich auf einen tschetschenischen Fighter vorzubereiten. Deshalb wollen sie ihren Namen nicht nennen. Das sagt Gilbert Burns. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Sie haben es mir nicht gesagt, aber sie haben um Geheimhaltung gebeten. Und ich verstehe sie. Es ist eine ziemlich ärgerliche Situation. Ich war in einer ähnlichen Situation, als ich Michael Chandler sehr geholfen habe, gegen Charles Oliveira zu kämpfen. Ich bin mit Chandler dorthin gefahren, habe ihm in seinem gesamten Camp geholfen. Ich habe den Kerl angefeuert. Natürlich habe ich mich für Charles gefreut, aber ich war in einer so schrecklichen Situation. Sie gehen dieser Situation aus dem Weg, indem sie einfach anonym kommen und mir anonym helfen. Hamza Chimaev ist jetzt 10:0. Und Burns sagte dazu ganz klar, sein Bodenkampf ist gut, er ist lang und groß. Deshalb musste ich auch große Typen mitbringen, die das verändern. Denn das ändert viel. Beim Jiu-Jitsu gibt es viele Hebel und ist komplexer, wenn der Typ lang ist. Ich musste diese Typen mitbringen und ich trainiere auch mit vielen guten BJJ-Artists, die mir helfen, mein Ground Game weiterzuentwickeln. Ich habe mir viel angeschaut. Er hat gute Anaconda-Würge und Dogs und einen guten Black Take. Es gibt Videos von ihm, in denen er einige gefolgte Armbars macht, aber sein Ding sind Würgegriffe aus dem Rücken heraus. Er nimmt den Rücken und macht dann gerne einen Rear Naked Choke. Das ist auf jeden Fall seine Jutsu. Er hat einen hohen Fight IQ. Das sagt er hier über Khamzat. Ich hatte diesen Kampf bereits zugestimmt, bevor Dana White gesagt hat, dass niemand diesen Kampf will. Aber zuerst habe ich versucht, einen besseren Vertrag zu bekommen. Ich wollte gegen Kobe Covington kämpfen, jemanden aus den Top 5. Aber ich sagte der UFC, gib mir einen neuen Vertrag und ich kämpfe gegen Chimaev. Mein Manager und ich haben versucht, das zu tun, aber es ist nichts passiert. Als ich merkte, dass es nicht klappen würde, sagte ich einfach, egal, gib mir diesen Kampf. Ich habe jetzt einen guten Vertrag, ich kann mich nicht beklagen, aber es ist ein langer Vertrag. Er beinhaltete den Kampf gegen Kamaru Usman um den Gürtel und 5 weitere Kämpfe. Ich wollte den Vertrag ändern, ich wollte einen besseren, etwas kürzeren. Ich habe den Kampf gegen Khamzat und 2 weitere und ich wollte einen Vertrag über 4 Kämpfe, wobei der Kampf gegen Khamzat der erste sein sollte. Ich bin eher an Verträgen mit 4 Kämpfen gewöhnt und interessiert. Das sind die Aussagen von Gilbert Burns. Was sagt ihr dazu, Freunde? Ich finde es mega heftig, was er da für einen Support hat. Bin gespannt, was das für Wrestler sind und was sie ihm für Tricks gezeigt haben. Ansonsten, Freunde, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.